mein Gott. Ich glaube, es ist nicht GG hier. Das wird schon viel Schaden machen, ne? Oh mein Gott, Leute. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Wir spielen wieder eine Runde Legion Tower Defense. Und ja, ich muss das mal hier langsam rocken. Ich habe hier echt eine Pech drin. Ich habe, glaube ich, 15, 20 Spiele hintereinander verloren. Also ich habe aktuell eine absolute Pechsträhne. Ja, und das muss ich jetzt auf jeden Fall mal wieder brechen. Aber wie, ich habe hier auch nicht wirklich coole Sachen, wo ich sage, yo, das spiele ich gerne. Boah, ich hätte gerne den APS. Aber es wird, glaube ich, nichts. Ich muss auch Sonntagsstart machen. Wenn ich eh Sonntagsstart mache, dann... Dann bringt mir eigentlich Angler nichts. Naja, fangen wir mal so an. Jo, Gegner schickt nichts. Ui. Ui, 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 das hatte ich schon lange nicht mehr. So, wer schickt mir wen? Also, das ist der... Der Blaue schickt mir... Ist das der Blaue? Das ist der Blaue, ne? Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich schicke den Roten. Der Rote schickt den. Schreiben wir mal das zur Sicherheit auf. Ich schicke einfach mit. Weil, wenn ich mitschicke, weil der kommt ja durch, ne? Da er keine Verteidigung hat, kommt er ja durch. Und mein Kollege kriegt auch das Gold, was ich geschickt habe, weil der Gegner ja geleakt hat. Darum möchte ich da durchschicken. Bam, bam. Ah, ein Gold braucht er noch, schade. Ich weiß nicht, ob er das hält. Das weiß ich auch nicht, ob er das hält. Wahrscheinlich nicht. Sein Start ist einfach nicht gut gegen so einen Gegner. Guck mal, er hat schon 80 Mythium. Wait, what? Hat die Runde so lange gedauert? Holy moly, ich weiß nicht, ob ich das halte. Zum Glück habe ich die Hüterin gebaut. Er schickt einfach auf Wave 2 in Grobian, ey. Ich glaube, es hackt. Der Grobian wird bei mir durchkommen. Aber... Oh, mein Kollege hat das auch geschickt. Nice. Das heißt, wir alle kriegen King damit schreien. Das ist gut, glaube ich. So, ich schicke... Ich schicke auf jeden Fall wieder. Das Gute ist, wir haben ein Upgrade und die sind relativ low gewesen. Die sind nicht low. Die Einheiten. Und ihr werdet jetzt sehen, wie viel Damage die kassieren. Ein bisschen mehr als wir, obwohl die. Obwohl wir gleich so viel verloren haben. Ich würde mal sagen, ich splitte jetzt auch. Einfach zur Sicherheit. Kann sein, dass er jetzt auf viele Worker gegangen ist, was ich aber nicht glaube. So, wir machen nochmal einen
Lebensregenerations-Upgrade. Würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr im Early Game Lebenspunkte verloren habt, macht es. Macht das ruhig. Es kostet nicht viel und es kann über Sieg oder Niederlage später entscheiden, wenn das Spiel knapp wird und ihr habt beide geleakt und am King sind die Monster dann dran und dann hat der King nur noch 2-3% Leben und ihr habt es dann überlebt und dann sind das genau diese Prozent, die ihr gerade eingesetzt habt. Durch diese Lebensregeneration kann ich euch nur empfehlen, immer das einzusetzen. So, sehr gut. Wir halten das. Schick dein Grobe an. Dieses Suicide Squad, ich bin kein Fan von. Wenn man weiß, wie man dagegen spielt, verliert man eher öfters, als dass man gewinnt. Meine Erfahrung. So, eigentlich muss ich mehr Worker gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich möchte so viele Worker wie möglich pushen jetzt. Weil ich muss der sein, der viele Worker pusht, weil der andere ja auch auf Worker geht. Und ich bin derjenige, der nicht viel bekommt, also geschickt bekommt. Darum muss ich hier Worker pushen ohne Ende. Ich schicke ihm immer Income Cent, damit ich mein Income erhöhen kann. Weil meine Einheiten kommen eh durch. Mal gucken, ob ich hier auch durchkomme. Wahrscheinlich nicht. Also King Damage wird es wahrscheinlich nicht. So, wir schicken noch einen Dino für Income. Oder 85, das ist hier gut. Wir bauen mal nochmal eine Einheit zusätzlich, einfach aus Sicherheit. Weil ich habe keine gute Verteidigung eigentlich für die Wave. Also wir möchten zusammenstecken, das sehe ich schon jetzt. Das heißt, ich sollte langsam meine Verteidigung aufpushen. Sonst wird das hier echt schwer noch. Weil die wollen zusammenchecken. Definitiv. Wahrscheinlich auf 6. Gehe ich stark von aus. Ja, die Spiele dauern natürlich dadurch mega lange, weil der eine ja immer liegt. So. Ich habe gute Points auf jeden Fall. Wir können den upgraden. Dann machen wir das mal so noch. Gehen wir auf 9 Worker hoch. Ich hoffe, mein Damage reicht. Ich weiß nicht, ob es ganz reicht, mein Damage. So, 120, gut. Hier schickt er schickt einfach hier so eine Belagerungsramme. Das hält er nie im Leben.
Ich werde es auch nicht viel halten, glaube ich nicht. Ich hoffe, ich halte meine Wave. Oh mein Gott, der liegt so viel. Der liegt einfach alles. Kann ich ihn auch nicht verübeln, weil so eine Belagerungsrampe ist echt fies. So, ich halte es. Ich gehe voll auf Worker. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist nicht GG hier. Aber es wird schon viel Schaden machen, ne? Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, ey. So knapp. Das, genau das meine ich, Leute. Ne, dieses eine Heal Regeneration, was ich am Anfang gemacht habe, das hat uns jetzt den Arsch gerettet hier. Oh mein Gott, ey. So. Ich möchte hier einfach nur Dieb bauen und dann gehe ich auf, obwohl nicht mal das, ich gehe auf voll auf Worker. Ich möchte hier heilen, 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 heilen. Mach hier einfach, damit du Gold bekommst. Oh, er ist gehalten, sehr gut. Ja, wir kriegen jetzt extrem viel Gold natürlich, ne? Aber ich will, glaube ich, so ein bisschen überproduzieren an der Verteidigung. Ich habe keinen Bock hier zu verlieren, Leute. Das ist mir so schade, das Spiel dann. So ein bisschen 50 plus, das ist okay, glaube ich. Nehmen wir mit. So, ich gehe nochmal auf Heilung. Ich will meine Lebensbalken wieder oben sehen. Das macht mich echt nervös, da nur 1% gehabt zu haben. Der Gegner schickt hier nicht. Das heißt, es wird Wave 9 sein, der mir schickt. Ich kann dafür einen Feuerfürsten bauen. Ich werde auch wahrscheinlich mehr Verteidigung bauen müssen für die Wave. Ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Der hat schon nervige Heilattacken. Obwohl. Aber wenn ich den noch down kriege, komme ich durch. Wahrscheinlich. Ja, nice. Wir kommen durch. Das wird's aber nicht gewesen sein. So, wir schicken weiter Income. Ja, bei denen ist es auch relativ knapp, ne? Die haben keine Upgrades. So, wir brauchen jedes Gold, Leute. Ich werde auch ein bisschen mehr Verteidigung bauen müssen jetzt. Allein um meinen Kollegen zu unterstützen.
So, bam. So, Gegner schickt. Das weiß ich nicht, ob ich das halten werde. Mal gucken. Meine Wave werde ich halten. Seine weiß ich nicht. Ich hoffe, er kriegt nochmal relativ viele Units raus. Sonst wird's knapp. So, sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist GG, Leute. Ich glaube, so ein Grobian, also so ein Ogre alleine macht 20% Schaden oder so. Und wir haben nicht wirklich Upgrades. Oh Mann, ey. Na? Komm, geh down, bitte. Oh mein Gott, es ist so ein knappes Spiel. Es ist einfach so ein knappes Spiel. So, ich push jetzt weiter Worker. Hätte ich die Heal-Upgrades nicht gemacht, ne? Ich sag's einfach, Heal-Upgrades sind super wichtig. Na, wir schicken weiter. So, Gegner schickt wieder. Aber ist kein Problem, ich werde es halten. Mein Kollege wird es auch halten. Super nice. Das heißt, sie haben uns gerade Gold geschenkt. Kann man auf Wave 13 beenden? Ich glaube, ich muss auf Wave 13 schicken. Let's end Redeem. So, zum Angriff. Wir nehmen Mephium. Welche eine bietet sich hier so an? Einigermaßen. Wir machen einfach den, oder? Ist jetzt hier nicht die beste Auswahl. Aber für die nächsten Rounds irgendwann wird das schon wichtig sein. Darum mache ich ihn lieber jetzt. So, ich guck mal, was ich hier noch für Zauber kriege. Eigentlich nicht wirklich coole Sachen. Nehmen wir noch die Priesterin rein. Na, APS hätte ich vielleicht rausnehmen können, ne? APS bringt mir nicht mehr so viel. Es ist so ein knappes Spiel gewesen, Leute. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich gewinne. Für Wave 12 bin ich nicht so gut geeignet. Mal gucken. Aber ich habe genug Gold dafür. Das ist mein Vorteil aktuell. Dass ich sehr viel Gold habe. Was ich schamlos einsetzen kann. Das werde ich auch. Ja, 1000 Points im Minus. Ich habe plus 390. Das halte ich hier locker. Frage ist, ob ich seine Wave auch halten werde. Hat er angefangen, Verteidigung zu bauen? Was baut er denn? Phönixe. Phönixe sind natürlich bad für mich. Aber wir müssen jetzt langsam schicken.
gut gehalten. Also dafür, dass er 600 bekommen hat, hat er echt gut gehalten. So, ich gehe nochmal full auf Worker. So, wir machen einfach nur den hier. Ich spiele ein bisschen safe. Vielleicht ein bisschen zu safe. Ja, ich glaube, ich spiele zu safe. Wir gehen jetzt nochmal richtig hardcore auf Worker. Wir haben jetzt alles gehalten, was er geschickt hat. Er baut schon seine eigenen Einheiten. Das heißt, viel mehr wird nicht mehr kommen. So, Sicherheitsmaulwurf und Aura-Einsiedler. So, haben wir alle Aura-Units drin. Und ich hoffe, wir kommen jetzt durch langsam. So, hier komme ich durch wie Butter, aber es war auch klar. Wichtig ist, wie es hier aussieht. Er hat auch ein Vierauge geschickt, super wichtig. Ich glaube, es ist GG. Das wird ja niemand im Leben halten können. Also meine Wave hält er nicht, glaube ich nicht. So, da können wir nochmal ein bisschen Worker pushen, können wir nochmal flexen hier, boom. Wir haben es geschafft, Leute, ey, es war so ein krank knappes Spiel. Unglaublich. Aber die Taktik, die ich jetzt vorgeführt habe, das könnt ihr immer machen. Wenn ihr der seid, der wenig bekommt, weil der Gegner voller Verteidigung gehen muss, also ihr werdet niemals sehr viel Mythium gesendet bekommen. Wave 2 hat mich ein bisschen schockiert, dass er 60 Mythium sparen konnte, muss ich zugeben. Aber sonst kam ja nicht wirklich viel. Da habe ich sogar überproduziert, sodass ich für meinen Kollegen noch ein bisschen einspringen konnte. Und das hat uns den Arsch gerettet. Und ja, war ein super geiles Spiel. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst doch mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr verpasst automatisch keiner meiner Videos. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.